Hallo und herzlich willkommen zurück zu Atomic Heart. Leute, ich bin lebensmüde. Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe mir gedacht, warum nicht ein, zwei Folgen Atomic Heart zum Puffern? Weil ich habe ungefähr jetzt für eine Woche oder so bis hierhin. Aber eigentlich wollte ich in meinem Urlaub viel mehr geschafft haben, hatte aber gar keinen Bock aufzunehmen insgesamt. Kann passieren, Leute. Ich war mit Jessica Jones und dem Punisher beschäftigt. War viel geiler irgendwie. Meine Haare haben irgendwo einen Knoten drin, das nervt mich gerade enorm. Lange Haare, Leute, lange Haare und draußen rumlaufen mit Wind ist manchmal auch einfach Mord. Ich habe jetzt übrigens mal den Streamer-Modus angemacht. Vielleicht nervt mich dann diese Folklore-Musik nicht mehr so. Ich weiß, es gibt Menschen, die das mögen, das ist auch völlig fein, aber das ist ein bisschen so, als würde man mich mit Schlager traktieren. Das mag ich genauso wenig. Mir ist was Geiles aufgefallen, was ich völlig ignoriert habe, für die Open World natürlich ziemlich geil ist. Eine Karte mit den eingezeichneten Kameras. Und ich möchte jetzt einmal kurz festhalten, nur einmal ganz kurz. Hier, in Abständen von 1,5, gefühlt 1,5 Meter, sind hier einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kameras. Und die hier hinten will ich gar nicht erst aufzählen, ja? So, und jetzt muss ich gleich mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Die Karte könnte aber etwas genauer sein, wenn ich ehrlich bin. Die sagt mir nicht viel. So eine Minimap wäre eigentlich auch cool gewesen, aber vielleicht habe ich da zu viel Erwartung. Nicht falsch verstehen, Bioshock kam auch ohne Minimap aus, aber Bioshock hatte halt auch kein. Oh, die warten da unten schon auf mich. Kackdreck. Also, ich werde jetzt einfach schnurstracks dahin gehen, wo ich hin muss. So einfach ist das. Ich verschwende meine Munition nicht mehr, das bringt mir nichts. Wenn ich hier so halbwegs außen rumlaufe, müsste das doch hinkommen. Ups, sorry, Dit. Übrigens habe ich als Tipp bekommen, töte die Tiere hier nicht. Ja. Ich wollte die Tiere nie töten. Ich wurde gezwungen. Nee, das bringt mir nichts. Falsch. So. Nein, das bringt mir nichts. Okay, das dürfte mir aber was bringen. Ah, genau, verkehrt rum. Nein! Weil eigentlich zum Looten würde ich mir schon gerne. Ah, nee, falsch. Zum Looten würde ich mir schon gern die Umgebung angucken. Aber wenn die Umgebung halt einfach scheiße voll ist von Dingern, komme ich da nicht. Wie war das mit dem Streamer-Modus und ich habe die Musik nicht mehr? Anscheinend scheint das nichts Relevantes an Musik zu sein. Okay. Schade drum. Schade drum, Leute. Schade drum. Hier komme ich nicht raus, weil ist so. Aber hey, wir haben es mal geschafft, ein Haus auseinanderzunehmen, ohne direkt umgebracht. Ich darf nicht in den Dings rein. Wie mies. Na, ihr? Wie sieht's aus bei euch? Wehe, tut dem Hühnchen was. Da muss ich euch eventuell doch umbringen. Noch hat mich keiner so richtig gesehen. Noch nicht. Doch, irgendwas hat mich gesehen, aber es macht nichts. Tschüss! Auf Wiedersehen! Oh, hier ist ein Häuschen. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Oder ob wir verfolgt werden. Werden wir verfolgt? Ich weiß es nicht, aber ich finde meine Renntaktik gar nicht so verkehrt. Kann ich den eigentlich auch anders erledigen? Boah. Die sind ein bisschen stärker. Sage ich doch, die sind minimal stärker. Der ist mir wirklich gefolgt, der Penner, ne? Oh Gott. Nein, nein, nein. Sag mal, was ist das für eine Schrot, die nichts bringt? Au. Gott.
Warum kann ich aus denen eigentlich keine Ressourcen rausholen? Doch, kann ich angeblich. Okay. Du bist mir doch 1A gefolgt. Habe ich recht? Du bist der Einzige, der mir 1A gefolgt ist. Ich höre es. Ich habe übrigens gelesen, erfahrene Spieler, die mit Steuerung und Co. umgehen können, können auch die Umgebung für sich nutzen. Ich also nicht. Aber ich versuch's mal, ja? Ich vergesse immer, dass Charles ja auch Dinge kann. Aber die sind halt nicht so geil wie zum Beispiel die Dinge, die ich in Bioshock können könnte. Das soll jetzt nicht sein, oh nein, das ist so scheiße, deswegen benutze ich es nicht. Nein, nein, ich bin auch einfach ein bisschen zu doof dazu, gebe ich zu. Ich vergesse es auch schlicht und ergreifend ständig. Ah, hier kann ich auch rein. Bringt mir das was, hier rein zu können? Oder ist das... Doch, hier ist was. Ressourcen, Leute, ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich in dieser Open World ein bisschen was erkunden kann. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich habe bestimmt oben den den Heiligen Gral oder so liegen lassen, weil ich einfach zu nichts da gekommen bin. Aber hey. Ich muss aber dem lieben Tombola Rainer recht geben. Ich mag es eigentlich lieber zu sehen, was ich eigentlich alles so loote. Hier wird mir das zwar angezeigt, aber so schnell liest man es ehrlicherweise nicht mit. Hier bin ich, da muss ich hin. Hier werden mir aber nirgendwo mehr Kameras angezeigt, okay. Das heißt bestimmt nichts. Bin ich mir relativ sicher. Von da bin ich gekommen. Du bist ziemlich tot. Hatte ich jetzt zu Ende ausgefüllt, dass Charles mir den Tipp gibt, ich soll die Tiere hier nicht töten, weil die haben mir nichts getan? Ja, Dude, ich wollte die Tiere in dem Labor nicht töten. Ich war selbst schockiert, dass da ein Mixer-Feeling war. Kann ich die umkreisen, ohne direkt hier... Oder ich probiere mal Charles aus. Ist okay. Ich sagen, kann ich mitleben. Wenn ich das jetzt noch irgendwie so hinkriege. Holla. Charlesy Boy. Oh. Nein, nein. Au. Ja, den habe ich wohl verdient. Warum kann ich die zum Teil einfach nicht looten? Oder ist der Loot hier in dem Oberkopf drin? Nee, ich kann die einfach zum Teil nicht looten. Von da bin ich gekommen. Ich habe keinen Elan, da wieder hinzugehen. Da sind mir zu viele Kameras. Andererseits komme ich von da ziemlich easy dahin, ne? Und wer weiß, vielleicht gibt es hier geilen Loot. Der lootgeile Mensch in mir ist doch ein bisschen neugierig. Da sind so viele. Und beide gleichzeitig und... ich hab... Toll. Ja, das hat mir jetzt natürlich richtig viel gebracht. Ja, ich lieb's. Okay. Mein Akuna-Drang ist schon wieder vorbei. Weil die geben mir nichts. Also die geben mir ja wirklich gar nichts. War ich hier nicht schon? Ich war hier schon, das ist ja peinlich. Na gut. Ist, wie es ist. Aber hier kann ich noch ein bisschen was looten. Nehmen wir das doch mit. Auch wenn ich hier schon war, kann ich hier looten. Also hat es sich irgendwie doch gelohnt. Und wenn ich hier überall sogar noch was looten kann, dann gehe ich auch noch mal ganz nach oben. Und loote da ein bisschen, weil meine Ressourcen sind knapp. Und ich weiß nicht, wann Ümchen wieder mit mir interagiert, damit ich an die Maschine kann. Ich glaube, ich habe nämlich zum Beispiel eine Schrotkugel jetzt ersetzt bekommen. Besser als nix, Leute, besser als nix. Ich glaube, Atomic Heart wird für mich einfach die ganze Zeit das Spiel der verschenkten Chancen sein. Hätte ich mal meine normale Waffe dafür benutzt. Ah, ist zu spät. Dafür habe ich jetzt 40 Schuss, wobei 40 Schuss ja auch teilweise einfach gar nichts ist. Dude, bist du zu doof, Treppen zu laufen, oder was? Offensichtlich. Oh.
ziemlich coole Kiste für mich. Schneeball. Ja, ich kann mir leider nichts davon erstellen, weil ich nicht genug Ressourcen habe. Plot Twist. So, mal gucken, wem hier von euch schlecht wird, bei dem Rasanten nach unten gehen. Ja, das geht nicht auf. Okay. Oh, diese Armquellen. Rubis. Vollidiot. Ja, ich bin durchgelaufen, aber er jammert rum. Er ist ein KGB-Agent und kann einfach gefühlt gar nichts. Ich sag doch, der hat seinen Job im Lotto gewonnen. Die haben den halt so gefunden, haben überlegt, der hat eventuell Potenzial, von uns manipuliert zu werden. Ja, komm, wir ignorieren, dass da einfach kein Gehirn drin ist. Ist in Ordnung. Und genau genommen, wenn man der Ideologie dieser Idioten hier folgt, ist es ja auch genau das, was sie wollen. Menschen, die keine Fragen stellen. Es gibt die Menschen, es gibt zwei, also das ist jetzt ein bisschen pauschal gesagt, I know, but I don't care. Es gibt zwei Sorten Menschen. Es gibt diese Menschen, die keine Fragen stellen, weil sie einfach die Fragen nicht stellen wollen, weil entweder die Intelligenz dafür nicht reicht oder aber sie sich schlicht und ergreifend nicht damit befassen wollen. Weil ich habe tatsächlich eine Arbeitskollegin gehabt, die hat gesagt, wieso legst du dich die ganze Zeit mit unserem Chef an? Ich meine, ich weiß, dass das ein Arschloch ist, aber ich will doch nur einfach arbeiten. Völlig egal, ob dabei so viel schiefgelaufen ist oder nicht, ob der Chef dabei über die Grenzen hinausgegangen ist oder nicht, es war egal. Und die war, weiß Gott, nicht dumm oder so, sie war einfach nur sehr darauf bedacht, friedlich leben zu können, und das heißt auch manchmal ertragen, dass jemand scheiße zu einem ist. Und ich bin jemand, und das ist die zweite Sorte Menschen, da zähle ich mich tatsächlich zu, ich fange an, unbequeme Fragen zu stellen, wenn mich was stört. Und das muss nicht zwangsläufig der beste Zug an einem Menschen sein. Und dann gibt's noch, es gibt dann doch drei Sorten. Es gibt die Menschen, die bewusst die unbequemen Fragen nicht stellen, weil sie genau wissen, dass es ihnen den Kopf kosten kann. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass sie sich hier für diese Utopie oder was das ist. Aua. Warte mal, kann ich die eigentlich. Nein! Nein! Kann ich ausweichen? Ja, ich kann ausweichen. Ach komm, das ist okay, du kleine Penner. Nein! Was? Ich komme da oben noch gar nicht dran. Ja. Licht aus. Ich bin da ein bisschen umkesselt, glaube ich. Das hat funktioniert. Noch irgendjemand, noch relativ viele hier, ne? Die eins aufs Fressbrett wollen. Ich glaube, dass sie sich hier wirklich nur Leute geholt haben, die einfach keine Fragen stellen. So sei es, weil sie schlau genug sind, keine Fragen zu stellen. Oder was heißt schlau genug? Oder zumindest wissen, dass ihr Leben davon abhängt, keine Fragen zu stellen. Oder aber die einfach zu dumm sind, Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist genau die Sorte Mensch, die für diesen Ort wie gemacht waren. Sag mal, wie viel hältst du aus? Ich frage für einen Freund. Manchmal wäre das Leben etwas einfacher, wenn ich auch keine Fragen gestellt hätte. Ich bin mittlerweile Gott sei Dank in einem Unternehmen untergekommen, wo genau das geschätzt wird, dass man Fragen stellt und darauf aufmerksam macht, wenn etwas scheiße läuft. Ich habe gerade leider keine Zeit für dich. Ich erkläre meinen Zuschauern gerade, dass es manchmal notwendig ist, unbequeme Fragen zu stellen. Ey, ohne Scheiß, der Streamer-Modus bringt einen Scheiß. Ist doch die gleiche Musik wie vorher auch. Aber ja, ich finde für so eine Ideologie eigentlich sehr, sehr spannend, welche Sorte Menschen die sich extra dahin geholt haben und welche nicht. Ich glaube, das hat schon
Ich glaube, das hat schon seine Gründe, dass der hier nicht so viele Nachfragen stellt oder nicht so schlau wirkt. Aklo? Ich lass dich in Ruhe, ist kein Thema. Mach du deine Arbeit da. Jetzt ist er schon außer Atem. Tja. Aber hier sind noch Häuser. Wie viel ist wieder auf mich aufmerksam geworden? Scheiße! Wenn ich Glück habe, hat das voll was gebracht. Ich sag ja, wenn ich Glück habe, ne? Ich brauche irgendwie mal eine bessere Waffe. Wie, und ich kann in dieses Haus nicht mal rein? Wollt ihr mich... Doch, ich kann in das Haus rein. Der lebte noch! Oh! Hoppa! Hast deinen Auftritt verpasst, Junge? Ist kein Thema, passiert. Ist kein Thema, das passiert. Es passiert schnell, dass man seinen Auftritt verpasst. Mach dir keinen Kopf drum. Hast ja keinen Kopf mehr. Der Biegel hat es heute mit Flachwitzen. So. Ich würde gerne für diese eine Waffe, die die Omi mir geben wollte, genug Ressourcen haben, aber... Habe ich jetzt irgendwas gekriegt, außer gar nichts? Feuchte Luft habe ich gekriegt, oder? Egal. So. Wo muss ich denn hin? Ach, natürlich, ich glaube das nicht, weil ich es verkacke. Dann Kopf ab. Ich bin ein bisschen wie die Herzkönigin. Kopf ab! Okay. Also gehe ich jetzt straight hier runter und tue so, als hätte ich keinen Bock auf den Weg. Ich glaube, das ist eine ziemlich galante Idee. Ich werde schon wieder beballert. Das kann es doch nicht sein. Wieso werde ich denn schon wieder beballert? Und jetzt gehe ich den Busch hier runter. Ja. Hier sind aber keine Kameras mehr, was ich sehr angenehm finde. Selbst die Sowjetunion traut sich nicht, Leute im Gebüschen auszuspähen. Sie könnten sie beim Pinkeln erwischen. Oder mehr. Schade, dass in solchen Ecken dann nie was für mich zum Looten ist. Das gucken wir uns auf jeden Fall da hinten noch an. Das sieht gigantisch aus. Da hinten sind ziemlich viele Rubis. Das ist ein Roboter. Der scheint aber tot zu sein. So, mal sehen, wie ich den jetzt erwische. Außer eventuell gar nicht. Ich würde sagen, gar nicht. Dann gibt's halt doch aufs Maul. Warum komme ich überhaupt auf den Gedanken, dass ich irgendwas Stealth hier hinkriege? Lief hier nicht so gut, ne? Ja, nun. Dass die Spiegel alle kaputt gemacht sind, ne? Und ich mich darin nicht sehen kann. Warum kriege ich die Türen hier nicht auf? Sind das magische Klos? Don't know. Ah, da will ich rein! An! Komme ich da noch irgendwie anders rein? Übers Dach? Eventuell? Nein, ich muss da rein können. Leute, was? Es ist doch völlig bescheuert, dass ich hier nicht... Komme ich von da vielleicht?
Da ist so eine Polymer-Bubble. Über die ich aber auch nicht reinkommen. Da oben, das Fenster. Ich sehe es. Dude, bitte nicht hängen bleiben. Danke. Es biebert. Mein Ding ist biebert. Ach so, übrigens die Message dahinter mit drei verschiedenen Menschen. Es ist übrigens total okay, auch ein Mensch zu sein, der keine Lust hat, Fragen zu stellen. Es ist völlig in Ordnung. Das sagt nichts über euch aus. Gar nichts. Es ist aber auch genauso gut okay, Fragen zu stellen. Also, es braucht sowohl die einen als auch die anderen Menschen, ehrlicherweise. Weil die einen Menschen, also die Sorte Menschen, die einen daran erinnert, dass es vielleicht auch manchmal einfach bescheuert ist, Fragen zu stellen, sind auch die Art, sind die Menschen, die einen auch manchmal davor bewahren, wirklich Scheiße anzurichten. Genauso wie man aber auch die Menschen, die keine Fragen stellen, dazu inspirieren kann, doch hier und da mal Fragen zu stellen. Und das eine bedingt dann eben wieder das andere. Wie gesagt, wir existieren eben, weil es so viele verschiedene Menschen gibt. Ha! Der Beagle ist so klug. So, also jetzt will ich mal schauen. Bevor ich jetzt hier den Cut setze. Ich muss wirklich den harten Move machen. Hier rüber, ne? Muss ich. Oder auch nicht. Na gut, ihr Lieben. Also, ich würde sagen, wir gucken das Geheimnis dieses Gebäudes finden wir im nächsten Part raus. Ich will das nämlich unbedingt rausfinden, wie ich da hinkomme. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Lasst euch nicht unter... Hi! Ich habe keine Ahnung, warum der einfach aus dem Fenster gesprungen ist, Roboter. Ich habe keine Ahnung, weil er halt so Dinge tut. Er fühlt sich dabei cool. So. Aber jetzt bin ich zumindest hier... Oh, ich bin hier. Ich kann hier hinten rein. Oh, ich muss gar nicht oben in die Blase. Cool. Und habe trotzdem einen Haufen Ressourcen jetzt gekriegt. Oh, ich bin voll begeistert. Und in die Küche können wir auch. Bringt's mir was, in die Küche zu können? Doch, wir sind... Also, wenn ich jetzt nicht heftig viel Loot bekommen habe, dann weiß ich auch nicht. Nein, lass es bitte. Okay, dann mache ich hier in der Küche halt Cut, obwohl ich gedacht habe, dass ich niemals in die Küche komme. Haut rein!